Das ist der Rückblick auf Wülfer Baxter. Von dort komme ich. Und ich muss jetzt noch nach Bielefeld-Brackwede. Und werde hier Richtung Leopoldshöhe fahren. Immer abseits von der Hauptstraße und teilweise auch durch Wald und über Feldwege. Bei so einem herrlichen Wetter kann eine Radtour nur Spaß machen. Warum soll man das nicht ausnutzen? Ich bin warm angezogen. Die Temperaturen sagen 15 Grad. Ich fahre immer noch... Oh, ich habe den Eco-Modus an. Den brauche ich gar nicht. Ich fahre bisher ohne Motorunterstützung. Auf meinem Display habe ich noch 3 Balken für den Akku. Somit komme ich also noch 50 Kilometer. Aber wenn ich nachher in Oerlinghausen-Lemmershagen dort in den Wäldern bin, ich denke mal schon, dass es da etwas ruckelig zugeht und auch steil. Und somit werde ich dann auch mal den Sport- oder Turbo-Modus benötigen. Und dementsprechend wird natürlich auch der Akku an Leistung verlieren. Aber das macht nichts. Der Tag ist wunderschön. Das Wetter ist toll. Ich habe es nicht eilig. Hauptsache, ich komme an mein Ziel. Also Missener Wald, nichts Wildes, aber kommt man auch gut durch. Wer den Weg kennt, der fährt auch hier mit dem normalen Rad durch. Aber ansonsten ist das jetzt eher ein schmaler Weg, der besser für Cross- und Mountainbikes geeignet ist. Aber das muss ja auch jeder selber wissen. Da ist sogar ein Teich. Wir müssen jetzt rechts. Der Weg ist schon wieder ein bisschen besser, breiter, platter, nicht so verwaschen. Sehr fest. Und das dürfte jetzt in Asemissen hinter dem Industriegebiet sein.
Da ist auch noch mal ein Teich. Und hier kann man sehr weit durch grüne Natur fahren. Bis nach Bielefeld rein. Also zumindest erstmal bis nach Oberdissen. Hier stehen immer Ziegen auf der Riesenwiesen. Nienhagen. Hier ist auch ein Fleischer. Ein Blick zurück Richtung Asemissen, Industriegebiet. Da ist Richtung Erlinghausen. Und in die Richtung muss ich jetzt fahren. Da muss ich hin. Und dort geht es in Richtung Bielefeld. Es sind mittlerweile 18,4 Grad. Die Sonne ist jetzt zur Mittagszeit doch wirklich sehr warm. Aber nichtsdestotrotz bin ich immer noch warm angezogen, weil ich ja noch eine Erkältung habe. Aber egal, das Wetter ist schön, ich will einfach nur raus und ich nehme euch mit. Also, weiter geht's. Geschafft. Ach, da unten bin ich hergekommen. Uiuiui. Ganz schön steil. Also ein paar Meter hoch. Macht einen doch ganz schön fertig. Und da geht's zum Hof Popo frische Eier. Geradeaus geht's zum Schopketal. Und nach Erlinghausen. Und ich fahre jetzt hier rechts rein in den Wald. Und dann geht's weiter Richtung Sennestadt. Ich lasse es erstmal rollen. Oh, ich habe jetzt genug gestrampelt und habe da keine Lust geradezu. Irgendwo da ist Erlinghausen und da geht's Richtung Senne.
glaube ich, hoch. Einmal Turbo an. Bis den ersten Gang runtergeschaltet. Oh, und hochklettern. So, hier kann ich schon wieder Sport, Tour. Oh, jo. Zweiter Gang. Huiuiui. Also zum Mountainbike macht das Spaß. Und als Anfänger, so wie ich es bin, ist das ja dann auch in Ordnung, wenn ich normale Wege fahre. Ich muss ja nicht da so querfeld einfahren. km/h, 22, ja. Im sechsten Gang. Da muss ich ja zum Glück nicht hoch. Sehr schöne Strecke, wirklich sehr schöne Strecke. Die schlängelt sich. Man meint, da vorne war schon mal eine Kurve mit einer Bank, aber es ist tatsächlich eine andere Kurve. Wirklich schön. Und wenn man sieht, wie steil das hier berghoch geht, das ist schon krass. Hier geht es an der Autobahn entlang. Die Strecke bin ich sogar schon mal gefahren mit dem Trekkingrad. Ist aber schon ein paar Jahre her. Das heißt, irgendwo kommt gleich der Tunnel, wo man entweder durchfährt oder doch eine Treppe hochgehen muss. Ah, hier ist der Tunnel. Alles klar. Dunkel war es, der Mond schien helle. Es gibt ja schon nette Ecken. Es ist ganz schön bergig. Aber die Tour war jetzt cool. Ach, hier sind wir. Pause machen? Nee, nix Pause machen. Ich will endlich nach Hause. Das hier ist die Sennerheide. Ganz viel freies Land. Schöner Wald. Sennestadt ist jetzt hinter mir. Jetzt liegt Brackwede vor mir. Einen Waldweg habe ich noch. Und ich starte jetzt erstmal durch.
Kamera zur linken. Wie gesagt, ich kann sie ja nicht festmachen. Jetzt muss man sich ja auch noch bücken. Hier geht's zur Rosenhöhe. Ragwede, ich bin nicht mehr ganz so weit weg. Jetzt geht's gleich links in den Knochenpark. Aus. Die Tour hatte ich gestern gestartet. Von Bielefeld nach Lockhausen erstmal mit 23 Kilometern. Dann in Lockhausen mit ein paar Leuten zusammengetan und von dort über Bad Salzuflen nach Herford in die City gefahren, eine Rast gemacht und von dort weitergefahren Richtung Bismarckturm in Herford und dann wieder zurück über Bad Salzuflen, City nach Lockhausen. Dann hatte ich bei meiner Freundin übernachtet und heute Morgen haben wir zusammen noch mal eine kleine Tour gemacht im Ort durch den Wald.
Und ich bin dann letztendlich ab Bexten, ab Wölf, ab Bexten weitergefahren Richtung Leopoldshöhe, Asemissen, Lemmershagen, Richtung Erlinghausen und dann Richtung Schopketal, beziehungsweise vorm Schopketal rechts in die Wälder rein bei Markengrund. Weiter in Richtung Senneheide, Sennestadt und Bragwede. Und alles, so gut es ging, nicht auf der Straße, nicht auf der Hauptstraße und auch keine Radwege, sondern wirklich Waldwege. Das hat Spaß gemacht. Und jetzt bin ich auch soweit, so gut wie fertig mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und vielleicht kommt ihr auch beim nächsten Mal wieder mit auf meine Tour. Bis dahin. Tschüss. Im Eco habe ich eine Reichweite von 14 Kilometern. Im Tour 8. Im Sport sind es 6. Und im Turbo sind es nur noch 5 Kilometer Reichweite. Dann kann ich das Display jetzt ausmachen.